herzlich willkommen zur nächsten Folge Motorsport Manager mit Varuna Racing. Wenn euch das Video gefällt, dann vergesst am Ende des Videos nicht einen Kommentar oder ein Like. Wir befinden uns im Zwischenteil unseres... Was kann man dann noch mehr reinmachen? Kann der mehr machen? Oh, der kann sogar 4 Slots machen. Heute, nein, das habe ich jetzt erst gemerkt. Wir haben 20 Mitarbeiter. Okay, das habe ich gar nicht gewusst. Dann machen wir doch den Frontflügel auch noch besser. Und dann können wir eigentlich auch noch... So, machen wir so. Weil dann sind die hier Sachen auf jeden Fall fertig. Die Leistung ist eigentlich maximal. Teile entwickeln können wir leider nicht. Aber hier den Motor können wir noch entwickeln und die Bremsen. Ich wusste gar nicht, dass die 4 Slots haben. Wieso haben die plötzlich... So, ja, okay, weil es eben 20 Mitarbeiter sind anstatt von... Will natürlich mehr Kohle. Dickeres Handgeld. Oh, so viel Geld. Hätte noch ein bisschen Geduld. Wie viel habe ich da denn geboten gehabt? Muss ich gerade mal hier reingehen. Kriegt ihr 2 Klicks und hier kriegt ihr 1 Klick. Ich hoffe mal, das reicht. So. Ja, neuen Vertrag habe ich ja schon verhandelt. Gut. Unser Wagen ist halt schlecht und unsere Mitarbeiter auch. Ja, das kommt alles noch. Ja, ja. Vorstand immer beleidigt wegen Geld. Immer. So, wir machen hier mal 9. oder besser. Oho. Also irgendwas müssen wir verändern. Warte mal, da war doch irgendwas mit Finanzen. Budget fürs nächste Jahr, Mittel. Oh. Es ist halt ziemlich doof, wenn wir pro Rennen immer Verlust machen, egal was wir machen. Was habe ich denn jetzt? Muss ich jetzt Erster werden oder Zweiter? Ich weiß gar nicht, was ich eingegeben hatte. Oh Mann. In München schon wieder. Da waren wir doch, glaube ich, schon mal. So, wir geben ihm ein härteres Fahrwerk und mehr Top Speed, mehr unten raus, mehr Geschwindigkeit. So. Das sind ja Einheitsreifen, genau. Wir fahren auf dem Weichen fürs Qualifying, machen wir eine Abstimmung, weil es wird ja nachher regnen. Dann können wir da nämlich unsere Chancen verbessern. Renn drin, machen wir 4 Runden. Eigentlich können wir auch 6 machen.
Und dann gucken wir mal, was meine Leute, der Gomez und der Anthony. Ne, das war ja, glaube ich, eine Frau. Was die hier hinkriegen. Es wird sogar ordentlich regnen. Wir fahren hier wieder auf einen kleinen Kurs, glaube ich. Der ist hier unten abgekürzt. Mit Fahrverhalten sind sie beide zufrieden. Das ist schon mal was. So, hier ist jetzt ab. Nein, ist nicht abgekürzt. Ich dachte, das wäre kürzer wie bei der European Series. Ja, bei den Reifen entwickelt sich jetzt nicht mehr viel. Wenn es noch 2 geht, bin ich glücklich. Holen wir sie rein und fahren ein bisschen auf den Intermediates. Aerodynamik schlecht. So, Top Speed will ein bisschen mehr. Noch mehr. So. So, hier ist alles gut, aber nicht perfekt. Da machen wir das mal so. Nur eine Installation Lab. Ich habe gar nicht geschaut, wie das Wetter am Renntag wird. Besser geworden, aber unten ist schlechter. Also doch eher in diese Richtung. Und der Abtrieb haben wir in die richtige Richtung gepusht. Da geben wir noch 0,5 drauf. So, Renntrim 4 Runden, 6 Runden auf den Soft. Und hier sind wir schon fast perfekt. Das freut mich. So, er fährt auch nochmal auf den Stift raus. Das dauert jetzt noch ein bisschen, bis die Strecke ganz trocken ist, aber das ist ja egal. Bis wir da Boni kriegen, können wir den Renntrim wenigstens fertig machen. Weil die Reifen weich, die arbeiten schon. Also, hoffe ich mal, dass da noch was geht. Obwohl es angefahrene Reifen sind, ja. Das ist ja eigentlich nicht so gut. Okay,
wird wahrscheinlich keine neue Runde mehr reichen. Ne, auf keinen Fall. Aber vielleicht entwickelt sich der Renntrim noch weiter, oder die Reifen kriegen es vielleicht sogar noch hin. Nee. Egal, so weit, so gut. Ja, nicht zu viel verlangen. Muss zwischendrin ein bisschen Kaffee schlürfen. Kann ja sein, dass sich Verona Racing in München richtig wohl fühlt. Und was haben wir da für ein Wetter? Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Ich denke, wir starten auf Intermediate. Wobei es sind ein paar Runden, es sind 5 Runden. Wir probieren hier auch noch mal ein bisschen zu optimieren. Das ist zu viel. Wir lassen das so. 10 Runden reichen die Reifen. Ich würde eigentlich gerne auf Intermediate starten, um mir einen Stop zu ersparen, aber ich denke, das geht nicht gut. Ja, hier auch 10 Runden. Vollgas. Die Reifen müssen eigentlich nur so 6-7 Runden halten. Deshalb geben wir auch Vollgas. Ah, guckst du? Da vorne die zweite stehen auf Intermediates. Aber die werden wahrscheinlich gleich wieder rein müssen. So, wir machen hier mal natürlich wieder ein bisschen schneller. Und ich denke doch, dass meine zwei Fahrer da. Warum sind die so schnell? Ja, die fallen jetzt gerade zurück, weil noch nicht so viel Wasser da ist. Die ganzen Intermediates kommen nach vorne. Aber das wird sich gleich, sobald es die Strecke nasser wird, ändern. Intermediates, wartet mal, noch eine halbe Runde, zum Beispiel jetzt schwimmen die davon gleich. Aber die haben jetzt eigentlich schon einen Boxenstopp, also der Führende zumindest, der hat schon einen Boxenstopp aufgeholt. Die dann 13 Runden. Das ist eigentlich gut. Und ich müsste meine Fahrer jetzt ein bisschen Gas geben. Aber die werden dauernd hier überholt. Ah, jetzt. Gomez ist der Erste, der angreift. Die sind einfach zu schnell. Das gibt's gar nicht. Ja, für ein Regenrennen sind eigentlich die Fahrer ziemlich gut aufgestellt und es gibt wie keine Ausfälle. Das ist ja respektabel. Vor allem für die untere Klasse.
So, jetzt haben meine Fahrer gerade die besseren Karten. Ja, wahrscheinlich nur noch eine Runde. Also wäre es am Anfang doch sinnvoller gewesen, auf Intermediates zu starten. Wenn ich das jetzt so angucke. So, wir haben jetzt 6 Runden gefahren. Wir können für 10 Runden nachtanken. Ich hole den Gomez jetzt an die Box. So. Boxenstrategie schnell ist ja wohl logisch, oder? So, wie lange heben die Reifen? 16 Runden. Sie müssen 10 heben. Ich hoffe jetzt natürlich, dass Gomez hier ein bisschen Zeit ausfahren kann. Auch wieder hier ein Fehler, kostet 4 Sekunden. Die zwei müssen jetzt Vollgas geben, damit die am Ende vorne landen. Das Gute ist, die waren die ersten, die gestoppt haben, die haben jetzt freie Fahrt. Und das sollte mir eigentlich Zeit bringen. Ende wird es nochmal ein bisschen mehr Wasser. Ich muss nur vielleicht am Rennende noch ein Splash and Dash einbauen. Hoffentlich werden die da hinten jetzt ein bisschen aufgehalten. Wir lassen die zwei jetzt auch Volldampf durchfahren, was soll denn das? Die gehen wir halt dreimal stoppen. Aber ich glaube, das ist besser, Vollgas fahren zu lassen, oder? Gehen wir mal auf Mittel. Runden noch. Muss Gomez durchhalten. Guck mal, es könnte reichen, dass er wirklich 3 Runden noch hinkriegt.
Anthony müsste es schaffen. Ja, komm, es kriegt die zwei Runden noch hin. Ende des Rennens kommt natürlich wieder ein Starkregen. Zwei Runden vor Ende. Das ist natürlich wieder so ein tricky Situation. Da muss man gucken. So, eine Runde noch Gomez und dann geht's in die Box. Haben wir gut getimt eigentlich. Gomez kann eine Runde später kommen, Anthony. Genau aufs Ende getimt. Ja, endlich mal ein Stopp, der schnell genug war. Ich komme, es darf jetzt ein bisschen schneller fahren. Und kann damit, denke ich, wieder ein bisschen Zeit gut machen. Anthony darf sogar noch schneller fahren, weil er muss nur noch 8 Runden fahren. Anthony, nicht Gomez. Mann, ich verwechsel die beiden dauernd. Sehen beide so gleich aus. Noch 8 Runden, ja. So, jetzt komm, gib Gas, dass er noch ein bisschen nach vorne kommt. Noch 7 Runden. Es regnet, also du wirst den Reifenverbrauch gar nicht merken. So, sie haben 7, 5, 6 Sekunden Vorsprung. Es sollte diesmal reichen fürs Preisgeld. Noch 6 Runden. Dann muss man ein bisschen Sprit sparen. Leider, leider, leider. Dass wir am Ende hinkommen, ne? Halt die Frage, macht es Sinn für 4-5 Runden mit Heavy Rats zu fahren? Ich soll es eigentlich probieren. Probier's bei Anthony. Wie viele Runden haben wir noch? 3. Für 2 Runden. Probier's bei beiden. Scheiß drauf. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht.
Gut ist natürlich, dass auch beide gleichzeitig reinkommen. Viel verlieren tun wir ja nicht. Wenn die halt jetzt wirklich extrem einbrechen in der letzten Runde, und dann haben wir das große Los. Und das ist meine Hoffnung. Ja, ich glaube, es geht nach hinten los. Egal, ich musste es probieren, ja. Ich bin eben ein Team, was ziemlich weit hinten steht. Und da muss man auch mal Risiko gehen. Ja, das war nichts, das ging nach hinten los. Wie gesagt, probieren musste ich's. Du musst eben als schlechtes Team irgendwelche alternativen Wege gehen. Ja. Schlecht ist es für unser Bankkonto. Weil da reiten wir uns jetzt noch mehr ins Minus. Aber 13 und 15 ist eigentlich auch okay jetzt für uns. Hätten wir vielleicht ein Stop sparen können. Was hier? Fahrer wird zurückversetzt, da ein Fahrzeugteil. Lass mich doch mal lesen. Zwei Bonuspunkte. Schnellste Runde. Zurückversetzt. Okay. Ja, wir sind 16. und 19. am 9. Konstrukteursplatz. Das ist ja eigentlich okay. Wir Konstrukteurstitel. Ist ja unser Ziel, da haben wir gesagt, wir werden 10. 9. ist dann schon mal ganz gut. Die entwickeln sich nicht weiter, das finde ich irgendwie doof. 1,3 Millionen. Am Renntag 1,3 Millionen zu verlieren, ist natürlich ein bisschen schade. So, wir müssen gucken, dass wir mal ein bisschen nach vorne kommen. Wer bist du denn? Chefingenieurin. Ja, wir müssen uns weiterentwickeln. Interview. Oh, die Teamfähigkeit, oh, die Marktfähigkeit steigt auf, sinkt auf minus auf 2. Teile entwickeln können wir nicht, Teile einbauen können wir. Da hat Gomez alles. Machen wir mal anders. So, Motor ist er oben, da ist er oben und da ist er wieder oben. Okay. Gut. Reparatur abgeschlossen.
Zuverlässig sind ja meine Fahrzeuge eigentlich alle. Und von der Leistung her sind sie etwas bescheiden. Feste Zahlung pro Rennen. Vielleicht kriegt man da noch ein bisschen was mehr, aber Marktfähigkeit von 24 ist natürlich nicht atemberaubend. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein. Hat Geburtstag. Ja, machen wir eben eine Party für 100.000. Mann. Habt ihr zu viel Kohle oder was? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, ein Like oder einen Kommentar da zu lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.